Okay, jetzt ist. Ich bleib an die 24. Position, ich hoffe mal. Hallo Leute, willkommen zurück bei Red Talks für unser Let's Play NASCAR Heat 4. Neue Folge für euch und das geht los jetzt im Richmond. Ja, neue Rennen. Und wie gesagt, in die letzte Folge, da haben wir eine Dirt Run auf die Programm und eine Truck Run. Da bin ich mal gespannt, wie ich komme noch an diese Truck Run, weil ich habe jetzt auch gemerkt, sie haben auch gemerkt, dass nach einer gewissen Zeit die Reifen werden auch nicht mehr gut und ja, das sollte man immer in Pits so oder in dem Box Gase gehen und die Reifen wechseln. Aber das machen wir auch gemeinsam in dieser Folge. Okay, Async Work. Jetzt, das ist eine Long Track. Dann nehmen wir auch unser Auto für das Long Track. Okay, Start Work. Yes, I want. Ja, ich will. Und dann Select Car for S. Jawohl. Und wir gehen direkt im Richmond. Bis gleich. So, willkommen in Richmond. Jetzt starten wir die Freitraining. Ich hoffe, dass der Sound ist auch jetzt optimal. Okay, Freitraining. Aber im Richmond, das ist auch eine Strecke, der ist auch schnell. Ich weiß auch nicht, warum die sagen Long Track. Das ist ein Short Track für mich, so ein kurzer Streck. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, einen guten Platz zu bekommen. Okay, jetzt. Ich nehme auch viel Risiko. Boah, die Mauer, der war auch knapp. Aber gut, das langt auch. Vielleicht muss ich kurz der Sound im Game leiser machen. Ja, ich glaube, das. Okay, okay, okay. Oh je, oh je. Okay. Return to Garage. Da haben wir auch das ganz normale Leistung gebracht. Da brauchen wir auch nicht darüber zu reden. Qualify, jawohl. Time to go. Okay, time to go. Okay. Jetzt, ich versuche mal eine super Qualify zu machen. So, mega Qualify Start will ich machen. Okay, das war knapp. Ja, IRR ist immer gefährlich. Okay, Fast Lap. Fast Lap. Aber trotzdem, das ist nicht so leicht, IRR eine gute Zeit zu erwischen. Wo ich gebe Gas, ich. Ja. Fünfter Platz, oh, da war ich trotzdem schnell, ich habe es nicht so erwartet, aber das ist doch super, einen fünften Platz im Qualify zu erreichen. Okay, wir starten die Rennen jetzt. Okay, Richmond Raceway. Drive safe, be smart, keep your head on straight, be ready. Okay, ready. Okay, jetzt wir sind in gute Position. Oh, das war Cobb, aber jetzt leider Cobb
Lass sie schaffen. Le Gare, okay, Le Gare, ja. Oh, aber jetzt, die kommen alle zurück. Nein, 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 das mag ich gar nicht. Jawohl, dritter Platz. Okay, ich bin jetzt Zweiter. Oh. Und das ist Stewart, der Erste. So, Bewegung, Bewegung. Ich bin viel zu schnell jetzt auf einmal. Und Erster jetzt gerade. Okay, aber jetzt, ich muss aufpassen, weil die anderen sind auch nicht mehr so weit. Hoppla, hoppla. Ja, ich muss auch nicht so die Fehler machen, rauszugehen auf dem Streck. Okay, clear, okay. So, noch 5 Raum zu machen, so mit diese. Ah, das ist wunderbar, wenn die Strecke ist komplett frei, ja? Das muss ich zugeben, das macht Spaß. Boah, aber ihre, das war knapp. Ja, ich sollte aufpassen, weil das könnte mir auch die erste Platz kosten. Okay, jetzt. Das sind die. Die letzte vor mir. Aber die letzte, die sind immer gefährlich, weil ja, die können auch Unfall bauen und da könnte auch sehr teuer sein für mich. Aber super. So, da ist noch eine Runde und dann ist alles vorbei. So, was ist alles vorbei? Ich meine, da ist die Siege für mich. Okay, letzte Runde. Ich drücke die Daumen, dass auch nicht etwas bös kommt. Aber. Ja, ich habe euch gesagt, ich muss auf Pass. Das war genau, was ich wollte, auch nicht haben. Das eine, der schiebt mich auch. Aber ho! Oh. Erste! Okay, wir müssen diese Burnout machen. Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Das kann's. Okay, Burnout. Ist das. Ich versuche mal auch wieder rauszukommen. Okay, Burnout. Ja, okay, aber jetzt. Ja, ich habe auch keine Leistung mehr. Okay, quit. Ich weiß nicht, was bringt dieser Burnout. Oder ist das für die Fans? Dass sie sehen, der Sieger. Ob das war die ganze Zeit meine Maus. Tut mir leid.
Aber erster Platz, nicht schlecht. Da war ich auch sehr, sehr schnell, oder? Okay. Und man. Ja, jetzt habe ich auf einmal viel Cash auf einmal. Und siebter Platz jetzt. Oh. Sehr schön, sehr schön. Siebter Platz. Und ja, die Pokal, ja. Was wollt man mehr? Eine Pokal ist da. Das ist die zweite Pokal übrig. Jetzt muss ich schon anfangen, eine Kollektion zu starten. So eine Sammlung. Erste Red Tox. Fische Wendt. Okay, erster Platz und 15 Fans. Jawohl, und wieder Cash. Sehr gut, sehr gut. Gut, das Fahrzeug hat auch. Ah, das geht. Ist auch nicht so viel Mangelproblem bekommen. So, ich meine, Leistung haben wir nicht so viel verloren. Das ist auch alles okay. Extreme Dirt Tour Semifinal beginnen. Kann Red Tox make it the Extreme Dirt Tour Finale? Ja, ich denke schon, dass man könnte auch die Finale erreichen. Okay. You made the dirt semifinal. Why did you run? Okay, Moment. Ich habe auch jetzt gesehen, dass die Lola Cup ist nicht so zufrieden mit mir auf einmal, aber gut. Red Tox, where are friends, right? Why did you run me off the road? What's told all about? Ja, sie ist auch nicht zufrieden, dass ich habe sie überholt oder keine Ahnung. Aber pff, ich habe meinen Job gemacht, oder? Ich muss auch an die super Leistung kommen, oder? I have been defending Red Tox driving for a while now, but just took me out. Maybe I should reconsider. Okay. Ah, er hat gemeint, dass er hat geglaubt, dass vielleicht ich war auch nicht so der Top-Fahrer, aber jetzt auf einmal, er fragt sich ja. Ja, ein Top-Fahrer kommt immer mit Leistung, oder? Hi, Red Tox, we have been watching you for a while. Now, here are at the IM Racing, and we think you make a great addition to our team. Please consider joining us at the end of this season. Was ist das? Okay, gern. Man könnte auch diese Anladung annehmen. Ich weiß auch nicht, für was werden wir auch Gender Outdoor Truck Series. Ja, das ist die nächste Rennen. Oh, ich muss in der Top 18. So, ich muss an dem 18. Position erreichen. Okay, das werden wir auch starten. Okay. So, willkommen für diese Truck Rennen. Das ist in Pocono Raceway. Ja. Und wir haben eine Chevrolet als Fahrzeug. Da bin ich mal gespannt über die Leistung. Okay, Practice. Okay, wir starten. Okay, jetzt, ich frage mich, wo ist die Strecke? Oh, aber der hat schon Power, dieser Truck. Ich muss zugeben, das ist ein, der schnell ist. Vielleicht ist das auch eine gute Möglichkeit, dass ich komme auch besser als die Top 18. Aber ich muss sagen, oh je. Da muss man, ich muss sehr viel aufpassen, weil das ist nicht so eine Ovale.
Ich sehe das auch gerade. Okay. Wo ist der Start? Jetzt. Okay. Ich soll 48 Sekunden machen. Okay. Schaffe ich das? Aber er ist sehr schnell. Dieser Truck. Wahnsinn, wie schnell der ist. Sie haben auch gesehen, 174 Miles. Ich weiß nicht, wie viel sind das im Kammer. Aber der hat Leistung ohne Ende. Aber das wird knapp, dass ich mal diese 58 Sekunden. Ja. Okay, es war eine gute Freitraining, muss ich zugeben. Okay, Return to Garage. So, Mac bekommt auch mehr Geld mit dieser Truck Run. Das ist auch sehr gut. So, nächste Session, jawohl. Da wollte ich auch nicht so 1,1, okay. Okay. Wir starten die Qualifier. Ja, ich sehe schon, dass ich bin auch weit weg von die Kamera, aber ich habe meine Lenkrad am Start, so wie immer, wenn ich mal Racing renne oder. Okay. Ja, ich muss leider manchmal langsam auf die Kurve gehen, weil Aber wo ist die Start? So, jetzt kommt die Start. Okay, jetzt kommt die Start. Achtung. Es geht los. Jetzt. Okay, ich habe auch kurz die Pedale weggemacht. So, die Gaspedale. Okay, ich habe gebremst, weil da war auch die Möglichkeit, dass ich treffe auch nicht die Mauer. Entweder bremst oder Mauer treffe. Aber ich muss sagen, die 48 Sekunden, das schaffe ich niemals. So, ich muss sagen, dass ich bin viel zu weit weg von der Kamera. Jetzt bin ich auch wieder zurück. So, 29. Position, ja. Oh Gottes Willen. Ich hab's versucht. Aber die Reifen, die sind geile. Goodyear Reifen, okay. Startrennen. Jetzt, wie gesagt, ich sollte auch in die Pits gehen. Matt Crafton, okay. Unapproved Body Modification. Ah, die haben alle Chevrolet, oder wie? Okay. Aber ich muss sagen, dass diese Fahrzeug ist sehr, sehr schnell, ne? Wow. Okay, ready to go green. Green flag, green flag. Okay, wie viel Raum sind zu abschließen? 8. Round, okay. Dann vielleicht muss ich auch nicht unbedingt
Reife wechseln. Werden mal sehen. Okay. Erstmal, ich versuche mal wieder dran zu kommen. Eieieiei. Oh. Eieiei, warum kommen die alle wieder so schnell zurück? Okay, ich sollte auch. Geschwindigkeit nehme. Okay, jetzt ich bleib an die 24. Position, ich hoffe mal. Das ist schon schwierig. Ja, ja. Ich gebe Gas, aber ich habe das Gefühl, dass die anderen haben mehr Tempo. Okay, jetzt noch 6 Round, aber ich glaube, ich muss trotzdem an die Box. Oder ich komme wieder zurück, ich weiß es nicht. Ja, jetzt habe ich gebremst. Aber das war auch keine gute Lösung. Okay. Wissen Sie was? Ich gehe in Box. Ah, Kurspenalität, okay. Oh. Das gibt keine Box, oder wie? Ah, ja, 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 ja. Ich habe gedacht, das wäre Box geben. Slow down. Hey, Driver, you were too fast entering pit road. Gonna have to serve a penalty. Okay. Five to go, this time by. So, und jetzt, okay, der Stand war, so der Box war auch sehr weit weg und dazu ich habe auch eine Strafe, ich weiß nicht. Wow, sehr geil, diese Boxenstopp. Okay, und jetzt, ja Leute, ich muss weg, ich muss fahren. Ja, was ist los? Was ist los jetzt? Ich muss fahren. Ah. Okay, aber jetzt. Ich habe eine kleine Strafe bekommen. Ja, das hat mir die letzte Position gekostet. Und plus. Pitstop, okay. Jetzt, ich muss alle zurück überholen. Aber gut, ich sehe schon, dass. Vielleicht ich schaffe das auch. Ja, weil irgendwie habe ich auch. Wenn man auch so Kollision macht mit den Gegnern, ich glaube, dass die Reifen nehmen auch Abnutzung und. Dann verlieren wir auch in Geschwindigkeit dabei.
Aber ich komme gut zurecht jetzt. Ha? Ich habe schon die andere, die haben mich vielleicht eine Runde gemacht, wieder zurück. Okay, fünfter Round. Ja, ich bin letzter, aber ich habe trotzdem welche wieder überholt. Okay. Es macht trotzdem Spaß, mit diesem Truck zu fahren. Sie sehen auch, das ist auch nicht so ein Oval. Boah, ich komme auch wieder dran an die 15. Position. Ich mache auch bestimmt einen guten Platz wieder zurück. Okay, ich habe ihn geschoben, aber. Aber ich muss trotzdem der Erste wieder zu überholen. Oder wo sind die anderen? Wow, wow, wow. Kurz die Mauer getroffen. Okay, die 7. Platz ist vor mir, aber leider bin ich immer Letzte. Das wird auch ein Blamage geben für mich. Okay, 6. Platz, ja. Kuckuck, hallo. Sie haben mich überrollt, oder wie? Ja, leider, ich glaube, dass die nächste Mal, ich muss mehr Risiko nehmen. Ich war viel zu, ja, ich habe Angst gehabt. Über diese Mauer. So, jetzt. Wo sind die alle? Ich überhole bestimmt noch den Ersten. Ah, nein. Schade. Aber gut. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich wusste nicht, wo war die Pits. Und ja. Es war keine gute Leistung. Überhaupt nicht. Okay, dann bleibe ich 33, ja. Egal, letzte. So. So, wir waren 32. Platz, okay, kein Geld bekommen, aber es ist ja auch nicht schlecht, nicht verkehrt. Kriegt man sowieso Fans, dann alles okay. Okay. Die bezahlen mir nicht, ja. Okay, ja, ein, der ist, er verfolgt mich und der ist gespannt, was für Teams ich nehme nach der Saison. Ja, okay, mal schauen, mal schauen. Apologize, jawohl. Oh, er beschwert sich, weil er sagt, ja, ich weiß, du willst die ganze Leute beeindrücken, so die Zuschauer und die Piloten, aber ich habe ihm gedrückt und ja, der ist nicht so begeistert, aber egal, ich mach einfach kein Problem damit, dass er beschwert sich. Was soll das? Er soll
Fahrzeug wechseln vielleicht. Okay, weil du durch. Wir sind dann im Semifinal. New Contract. Nein, ich lasse so. Ja, die nächste Rennen ist Drabin. Das sind die Semifinal. Okay, das machen wir in neue Folge gemeinsam. Bleiben Sie dran. Ich bedanke mich noch für Zuschauen und ich hoffe, Sie haben auch Spaß mit das Projekt. Das ist ein langes Projekt, ich muss zugeben, weil die ganze Karriere zu machen. Gut, aber ich will nur, ich habe gesehen, das sind noch zwei Kategorien und ich will nur in die beide Kategorien abschließen und dann mal sehen, wie das ist, das ganze Spiel. Weil ich muss sagen, das gibt auch nicht nur diese Dirts, Sie haben auch gesehen, diese Truck Series noch dabei und dann, da sind auch diese Oval Serie bestimmt dabei. Ich weiß auch nicht ganz genau, ich weiß auch nicht, wie der ganze Spiel ist, aber das macht viel Spaß. Das muss ich zugeben. Okay, ich bedanke mich noch und wir sehen uns noch für eine neue Folge gemeinsam. Bleiben Sie dran. Ciao.